Hallo Leute, der Grauton hier mit einer kleinen, ja, Formatankündigung slash einem Aufruf zur Mithilfe. Und zwar haben der gute The Nip, The Ramen und ich vor, gemeinsam in 2019 ein neues Format zu starten. Ich mache Anführungszeichen deshalb, weil das keinen regelmäßigen Rhythmus haben wird. Also wir werden da nicht sagen, das kommt einmal alle 2 Wochen oder so, sondern ja, wir treffen uns dann, wenn wir Zeit haben dafür. Und es werden aber also in bestimmten Abständen neue Folgen kommen. Genau, deswegen halt Format so. Und zwar wollen wir gerne sowas Ähnliches machen wie Gamefights von den Rocket Beans, falls ihr das nicht kennt. Wir werden das natürlich ein bisschen abändern, weil wir A glauben, dass wir bei ein, zwei Punkten eine Idee haben, die uns besser gefällt als das, was da gemacht wird. Und B möchte man natürlich so ein Format auch nicht einfach 1:1 kopieren. Wir finden aber den Gedanken von Gamefights eigentlich sehr cool, dieses, dass sich hier drei Nerds, also Nip, Ramen und ich, hinsetzen, Fragen von der Community, also von euch gestellt bekommen, und dann muss jeder von uns eben eine Antwort geben. Wir können diese Antworten vorstellen und müssen dann untereinander ausdiskutieren, wer von uns dann recht hat. Und wir werden dann eben immer eine vierte Person, einen Entscheider dabei haben, der dann eben entscheidet, wer von uns am besten argumentiert hat und einen Punkt bekommt. Da werden wir dann mehrere Runden spielen und dann am Ende zwei Leute haben, die in ein Finale gehen, was wir aber auch ein bisschen anders gestalten werden als das im Ursprungsformat, beziehungsweise im Format von Rocket Beans so ist, die sich ja auch inspirieren haben lassen dafür. Wir finden es an sich ziemlich cool, dieses Format, und würden halt gern mal den Versuch wagen, das selber auch umzusetzen und eben uns unseren eigenen kleinen Kniff zu geben. Und wir brauchen aber natürlich eure Mithilfe dafür, nämlich brauchen wir Fragen. Das Wichtige ist natürlich, das dürfen keine Ja- oder Nein-Fragen sein oder so, sondern es müssen halt Fragen sein, auf die jeder von uns sich eine Antwort raussuchen kann. Also beispielsweise, jetzt mal ganz plump gesagt, was ist das beste Rollenspiel aller Zeiten? So. Oder welches ist der bedrohlichste Antagonist? Nenne oder ja, irgendwie sowas, ne, in die Richtung. Also irgendwas, wo wir klare Antworten drauf geben können. Ihr könnt euch auch überlegen, dass wir irgendein bestimmtes Spiel pitchen sollen oder so. Also so eine Kreativfrage, wo wir uns was ausdenken sollen für ein Spiel. Oder eben auch, welche, ja, oder auch so Sachen, welche Neuerungen brauchen Videospiele ganz dringend. Wie könnte man dieses und jenes Genre erneuern oder sonst was, ja? Also irgendwelche Fragen, wo wir Antworten darauf geben können. Die allermeisten werden natürlich sowas sein, wie: Was ist das beste so und so? Wer ist der beste Antagonist? Was ist der beste Held? Die tragischste Figur in einem Videospiel? Oder. Ja, wir brauchen ganz viele Fragen von euch, die ihr bitte in die Kommentare schreibt. Es dürfen auch gern mehrere sein, weil wir gerne so einen richtig fetten Fragenkatalog schon mal hätten, wo sich dann unser erster Entscheider, den wir dann in der ersten Folge haben werden, einfach ein paar schon mal raussuchen kann, die er uns dann eben kurz bevor die Sendung aufgenommen wird, sozusagen verrät, damit wir uns ein bisschen vorbereiten können. Und ja, dass dann quasi auch noch Fragen für weitere Folgen übrig sind und so weiter. Und dann, wenn uns die Fragen ausgegangen sind, dann werden wir wieder fragen, ob ihr uns neue geben könnt. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr da zahlreich mitmacht, weil wir haben wirklich ziemlich, ziemlich Bock drauf und glauben, wie gesagt, auch, dass wir ja, dieser ganzen Idee, Formatidee, unseren eigenen Spin noch so ein bisschen geben können. Und ja, das wäre schön, wenn ihr zahlreich mitmacht, uns viele Fragen stellt, dürfen, wie gesagt, auch mehrere sein. Und ja, dann geht es demnächst los. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir die erste Folge aufnehmen werden. Durchgeplant ist es und wir haben sogar schon was dafür eingekauft, für dieses Format. Und dann wird es damit irgendwann im nächsten Monat auf jeden Fall losgehen. Ja, das war's von mir und wir sehen uns dann entweder bei dem neuen Format oder in einem unserer anderen Videos. Wenn ich es nicht gesagt haben sollte, die Ideen bitte einfach in die Kommentare schreiben. Ich glaube aber schon. Ja, das war's von meiner Seite. Sehr konfus, es ist spät, verzeiht mir. Wir sehen uns dann, euer Gauton und ciao.